Wir waren nicht in Harvard. Ich benutze das Harvard. Wir waren nicht in Oxford. Doch, ich hau den Oxford. Wir waren nicht in Harvard. Ich benutze das Harvard. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, ein kleines Unboxing-Video, wo ich ein paar Sachen mir selbst bestellt habe, aber wohl drei Sachen auch vom iScorp Jensen. Und guckt euch mal diesen Stapel an. Diesen fetten Stapel Pakete, den kann man hier eigentlich gar nicht nehmen und reinhalten, weil es so viele Pakete sind. Da, Adi, guck, ja! Und da steht überall drauf, Vorsicht, Glas, ne? Das wollen wir jetzt mal aufmachen. Wollen wir schauen, was da in den einzelnen Sachen drin ist. Ein was weiß ich bestimmt nämlich schon. Ich habe mir eine DVD gekauft von Boss Level, das ist das erste. Letztens habe ich einen Film geguckt, da war ein Trailer davor drauf von Boss Level. Und ihr kennt bestimmt alle und täglich grüßt das Murmeltier, wo der immer und immer und immer wieder den gleichen Tag erlebt. So auch wie bei Happy Death Day oder auch wie bei hier mit Tom Cruise mit der Alien-Invasion. Oder wie es auch den Palm Spring Film gibt, wo die immer wieder diese Hochzeit erleben, gibt es jetzt auch das, was aber ein richtiger Actionstreifen wie Deadpool irgendwie total schwarzer Humor hin und her. Also der Trailer war so genial, kann eigentlich gar nicht sein, dass der Film nicht gut ist. Kennt ihr Boss Level? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann habe ich mir letztens doch ein iPhone gekauft und ein rotes, was dann gelb wurde. Dafür musste ich mir natürlich jetzt noch eine Hülle besorgen, natürlich eine durchsichtige Silikon-Gummihülle, damit das besser in der Hand liegt, weil das sehr rutschig ist. Und durchsichtig, damit man die Farbe auch noch sieht, sonst wäre das ja komplett Quatsch. Du schickst das Rote zurück, holst dir ein gelbes und machst da eine schwarze Hülle dran. Zusätzlich Panzerglas, damit das Display nicht kaputt geht, nur das Panzerglas kaputt geht. Das tun wir jetzt mal weg. Dann gehen wir jetzt hier rein, schauen, was hier drin ist. Das müsste jetzt noch was Zusätzliches für die GoPro sein, nämlich ein GoPro Light Mod. Ich habe versucht, die GoPro zu verbessern, weil der Ton da immer ein bisschen dumpf ist, habe ich mir einen Media Mod gekauft, der ein integriertes Mikro hat und dann durch dieses integrierte Mikro eben besseren Klang haben soll. Bis jetzt bin ich von dem Media Mod noch nicht so sehr begeistert. Ich finde, ohne den Media Mod ist der Ton irgendwie natürlicher und damit ist er ein bisschen blechern und übersteuert. Aber eigentlich wollte ich ja nur so ein Licht auf der GoPro haben, damit man mit der GoPro, wenn man die hinstellt und Licht drauf hat, man auch im Dunkeln auch filmen kann, auch besseres Bild hat. Dieses Licht funktioniert aber nicht, wenn du diesen Media Mod nicht hast, weil du erst diesen Media Mod Käfig um die Kamera machen musst, damit der Media Mod oben drauf, der Light Mod oben drauf sitzt. Ohne den Media Mod funktioniert der Light Mod nicht, weil du den nicht befestigen kannst. Wenn das so weitergeht, versuche ich trotzdem mal, ob ich von der Kopflampe das irgendwie da einfach dran basteln kann. Ich glaube, Natururin hat sich da auch immer selbst was gebastelt, dass er nicht zusätzlich noch 5000 Sachen braucht, sondern einfach mit dem, was er hat, rumhausiert. Jetzt habe ich noch drei Pakete. Die sind alle irgendwie von iScorp Jens. Einmal steht hier ganz fett Amazon. Da habe ich was in meine Amazon-Wunschliste gepackt. Das müsste eine Flasche Bier sein. Schauen wir uns mal an, ob das wirklich so ist oder ob es was anderes ist. Nee, es sieht aus, als wäre es was anderes, oder? Was steht denn hier? Ein Kopfsalat-Bierkrug, 1 Liter Maßkrug aus Glas im klassischen und traditionellen Design. Was? Jetzt habe ich mir doch selber zwei Maßkrüge bestellt aus Glas, also die sind noch nicht angekommen, aber wir packen mal alles aus, weil es irgendwie hieß, dass es nur ein halber Liter ist oder so, wenn das jetzt doch ein Liter ist. Ein bisschen verwirrt, ne? Das schicke ich dir einfach wieder zurück dann. Ich brauche auf jeden Fall für die Woche zwei Maßkrüge, wenn Hannes kommt. Wir wollen mal die Schneemaß testen, wir wollen mal die Odelmaß testen, wir wollen alle erdenklichen Maße testen. Nehmen den jetzt mal hier raus.
Hier steht XL Bierstein out of the blue. Ein XL Glas Bierkrug. Shop de Biret Evere. Ja. Das ist ja normaler, oder? Ein ganz normaler Maßkrug. Bierkrug, 1 Liter. 1 Liter? Dann ist der andere was Besonderes. Stand da nicht was mit Kopfsalat oder was hat das jetzt nichts mit Salat zu tun? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Jetzt nehmen wir den mal hier raus. Haben hier einen Maßkrug. Einen richtig prächtigen Maßkrug in der Hand. Guckt euch diesen Maßkrug an, Adi, guck. Tu mal den Kopf da in den Maßkrug rein. Ja, das ist so 1 Liter. Ist so nicht ein halber Liter? Das ist doch 1 Liter genauso, wie man ihn möchte. Also der wäre doch perfekt und würde funktionieren. Ich glaube, ich muss die Maßkrüge wieder abstellen. Und sagt der Eiskorb-Jens, der hat mir schon welche geschickt. Denn da ist sogar noch ein zweiter Maßkrug mit drin. Ramses, vor allem kam das letztens schon und ich habe das nicht aufgemacht. Ich mache das erst jetzt auf. Das heißt, wenn ich es schon aufgemacht hätte und nicht so lange gewartet hätte, hätte ich schon gesehen, dass da 2 drin sind. 2 Maßkrüge vom Eiskorb Jens. Auch nochmal XL Bierstein. Das heißt, da ist dasselbe nochmal drin. Dann habe ich doch auch 2 Maßkrüge. Mensch! Aber ich verstehe den Zettel nicht. Wieso steht da Kopfsalat, Bierkrug? Da dachte ich, das ist so ein Scherzartikel, so ein mit bestimmtem Design. Heißt die Firma etwa Kopfsalat? Kopfsalat, Bierkrug? Kopfsalat, Ali? Das ergibt gar keinen Sinn. Dann heißt das aber, das ist nicht das aus der Wunschliste gewesen, das hat er so auf eigene Faust bestellt. Und das heißt, wir machen jetzt mal hier, das ist schwerer, das ist leichter, wir machen mal das Leichtere hier auf. Da ist nämlich auch ein ISC drauf von iScorpions. Haus der Biere, 400 Biersorten aus aller Welt in Berlin. Cheers. Mach mal das mal auf. Wie oft wollen Sie, mach mal das mal auf, sagen, ja, wahrscheinlich alle. Guck mal, was jetzt hier drin ist. Ah, da fängt schon wieder an. Sie können direkt aus 400 Sorten an Bier aus aller Welt wählen. Bierberlin.com oder scanne den QR-Code. Daran scheitert es wieder, der QR-Code. Das Haus der Biere Berlin beliefert Sie sicher und direkt. Ja, solange es nicht erst an den Mittelsmann geht und der sich erst einen trinkt. So, dann tun wir das jetzt hier weg. Tun das mal hinterher. Nehmen das jetzt mal hier raus. Oh, Moment. Soll ich das auch wegschmeißen? Da ist noch ein Glas drin. Ist das die Flasche? Strong Bier? Ja, Strong Bier. Hier ist aber ein Gläschen drin. Snake Venom. Snake Venom steht da drauf. Das seht ihr jetzt nicht, aber da steht Snake Venom. Sieht man den Namen? Ich muss das schwarze T-Shirt dahinter machen. Snake Venom. Und das ist auch dieses Bier. Das war nämlich das Bier, was ich auf meine Wunschliste packen sollte, was der Dole Pi eigentlich kaufen wollte, dafür, dass, wenn er mit Marc niemals ankommt, wir das mal zusammen testen. Jetzt konnte er das nicht kaufen, weil es schon gar nicht mehr auf der Liste war, weil es nämlich der iScorpions schon gekauft hat. Warning, this beer is strong, do not exceed 35 Milliliter in one sitting. Und das ist bestimmt genau der Maßstab in diesem Glas. Du sollst also nicht mehr als 35 Milliliter trinken in einer Sitzung. Kraft Breweries Neuseeland, Brewmaster, Inherently Scottish, Trinkbier, Livebier, Liftbier, Snake Venom, das Snake Venom Bier, the world's strongest Bier mit 67,5%. This is one badass fortified beer, the Hardman of the beer world. At 67.5, this is the world's strongest 45 beer named Snake Venom, quite simply because it tastes like it.
After fermentation, the beer is fortified with ethanol to give it the extra bite. Best enjoying in small measures on some fresh cut ice. Also, mit Eis, gut gekühlt, Schlücke nehmen. Oh, ich das mit Hannes auch mal teste. Wenn das nur so kleine Becherlein sind. Mal stronges Bier mit Hannes, stronges Bier mit Marc, mit Pierre, mit Shinaya, weil die kommt ja dann auch. Also das wäre was extrem Besonderes, Brutales. Da muss man sich halt gut einteilen, dass da jeder was von hat. Adi, Schatz, tu mal nicht mal hier in den Karton rein. Adi, nein! So, der Adi, der ist jetzt hier im Karton angekommen und einen Karton haben wir auch noch übrig. Das ist der schwerste Karton. Er hat ja schon gesagt, dass er dann einen Maßkrug geschickt hat, aber halt nur einen halben, was ja jetzt nicht so war. Waren ja jetzt zwei. Und ein, wie ist die Schere? Das aus der Wunschliste bestellen, das passt ja auch. Hier steht auch drauf, Caro Handel und Logistik der Bierladen aus Horst, Germany. Habt ihr auch schon mal aus Horst bestellt? Schreibt es mir in die Kommentare, wir geben das ja auf. Ach, den macht man gar nicht so auf, den macht man anders auf. Jetzt habe ich das schon überall aufgeschlitzt. Das müssen wir mal hoch dann hier hinstellen. Da müsste jetzt noch Fläschchen drin sein. Dosen? Nicht Flaschen. Dosen! Ich habe es genau am falschen Ende aufgemacht. Ich bin unten dran. Das sind jetzt immer verschiedene drin. Stone, Goto Ipa. Okay, jetzt wird's kompliziert. Da sind jetzt Bierdosen drin, verschiedene. Wir haben hier 4,7%, eins mit so einem Totenkopf drauf. Stone, Buenavista, Salt und Lime Lager, Salz und Limettenbier. Wir haben hier Stone, Never Ending Haze IPA, Hazy Session IPA, also das sieht richtig crazy aus, richtig, ich glaube, wenn Hannes jetzt kommt, wir können das heftigste Beer-Tasting der Welt machen. Wir haben Stone Delicious IPA, Citrusy Gluten Free IPA mit 7,7, da ist auch schon wieder so ein heftiger Typ drauf. Ich weiß nicht, ob von hier mit Zimmer 2 sind oder ob auf der anderen Seite genau noch andere sind. Stone IPA, Our Iconic Flagship mit 6,9%. Guckt euch die verschiedenen Designs an. Dann haben wir hier nochmal Stone Goto IPA 4,7. Das haben wir als erstes gehabt. Es sieht alles irgendwie so bunt aus wie Energy Drinks. Stone Ripper. San Diego Style Pale A, a Rippin' Swell of Juicy Hops, 5,7%. Jetzt will ich das mal kurz hier so zumachen und will das mal rumdrehen. Und will das auf der anderen Seite mal aufmachen und dann mal gucken, ob da jetzt dieselben alle direkt nochmal drin sind, dass von jedem zwei ist, oder ob hier nochmal andere Sorten sind, das wäre auf jeden Fall richtig brutal. Das wäre das heftigste Bier-Tasting der Welt, wenn da jetzt nochmal andere Sorten sind. Six Bier, Umkarton für Safety Box Bier Classic Einlage. Six. Sind das Six? Ja, es sind Six, aber ich glaube, das sind dieselben nochmal. Haben wir noch irgendwas? Wohnzimmer, meinwohnzimmer.com, Coworking Space. Warum nicht? Nimmt man mal mit. Ist jetzt wie die Wrestle Crate UK Box. Dann haben wir hier noch eine Rechnung, ne? Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Amazon. Es hat für Sie gepackt Dirk, Uwe, Janine, André, Katrin, Andrea, Aushilfe. Und wer hat es natürlich gepackt? Das können wir euch mal umschnallen. Gepackt hat natürlich der Uwe. Ich bin der Uwe und ich bin Alubai. Guck, der Uwe hat eingepackt. Der ist extra angekreuzt auf der Liste. Das heißt, es gibt nur Dirk, Uwe, Janine, André, Katrin, Andrea und Aushilfe. Aushilfe variiert. Ansonsten lasst euch's vom Uwe einpacken. Ihr habt hier nochmal dieselben Sorten. Also hier dieser weiße Totenkopf. Dieses
Delicious Ipa. Dann haben wir hier noch dieses Goto Ipa. Haben wir auch noch da. Wir haben noch mal hier dieses Never Ending Haze Ipa. Wir haben Stone Ipa mit dem. Und natürlich dieses Stone Ripper Pale Ale. Und überall ist dieser dämonische, böse Kopf drauf. Dann weiß ich ja schon, was ich zu tun habe. Wenn Hannes kommt, werde ich einfach mal diese 6 Bier mit dem Hannes tasten. Und wenn Marc Niemals und Dole Pie kommen, dann kann ich mit denen ja auch nochmal diese 6 Bier tasten, halt von der anderen Seite. Und dann kann ich auch mal gucken, wie das denen schmeckt. Dann haben wir auch was Besonderes zum Testen da. Ich wüsste nämlich nicht, mit wem ich das sonst testen soll, wenn es 2 Reihen sind. Jeder eine Reihe mit dabei, das funktioniert. Und dann bedanke ich mich natürlich ganz recht herzlich beim iScorpions. Er hat also wirklich an alles gedacht. Nicht nur, dass er das stärkste Bier der Welt besorgt hat. Er hat auch eigene Biers gesucht und geschickt, die auf jeden Fall sehr genial aussehen. Und er hat sogar 2 Maßkrüge noch dabei und bestellt, die auch total wichtig sind, wenn wir da mal die Schneemaß, die Odelmaß und was es sonst noch für Maß gibt, testen wollen. Da könnt ihr dann auch mal reinschreiben, was ihr so für Maß kennt. Traditionelle Maß, die man trinken kann, die man sich mal anschauen kann, was das ist, wie das schmeckt. Und ich freue mich schon drauf. Wird auf jeden Fall ganz chillig die nächste Zeit. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr schon mal das Snake Venom probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten danke iScorp Jens für alles. Und ich freue mich auf die nächste Zeit. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.